Ja, Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Ich hoffe, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Nein. Wir werden nicht nochmal ein Lazarus-Run machen. Was muss ich eigentlich für die anderen Dinger machen? Ne, ich will kein Greed-Mode machen. Greed-Mode ist so langweilig. Ah, Blödsinn. Okay. Wir machen random. Ist mir egal. Ich fühle mich gut. Ich hätte... Okay, das wird ein kurzer Run. Es ist eine der neuen Spritzen. Keine Ahnung, was sie macht. Panic gleich Power. Das ist aber nicht mehr der D4. Was macht denn das Ding? Ist das der D6? Okay. Ihr seht, absoluter Isaac-Experte. Aber wie gesagt, Repentance habe ich halt ganz, ganz wenig gespielt. Ich habe fast alle Runden, die ich gespielt habe, gesehen. Deswegen, also... Das ist nicht so viel. Das heißt, die Änderungen, da habe ich wenig von mitbekommen. Oh, perfekt. Es ist ein richtiger Lost Raum. Group. Ist das der? Ich krieg Pennies doppelt. Ah, da ist ein Unsichtbarer. Der Penner. Ich habe dich gesehen. Du müsstest in einem... Oh, doch nicht. Ich dachte, in einem Kreis explodieren. So, wo ist der Unsichtbare? Da ist der Unsichtbare. Hahaha, hast gedacht, du kriegst mich damit, wa? Championship? Was war ein Champion? Ah, ne, Companionship, ne? Was ist das? Ja. Da kommt immer das gleiche raus. Bad Trip ist nicht tragisch. Oh, Shotspeed. Oh, toll, danke. Die gilt nicht als Environment, ne? Oh, oh, doch. Ich kann zumindest durch euch durchschießen. Wichtig, Feuer löschen. Deswegen mag ich Burning Basement mit Lost überhaupt nicht, weil überall brennt's. Und wenn man irgendwo gegenfliegt, hat man schon den Holy Mantle weg. Für den Raum zumindest. Könntest du aufhören, hin und her zu wackeln? So. Okay, wir stehen... Ich sag's nicht. Ich sage es jetzt nicht. Keine Ahnung, wo der sein soll. Was sind das denn? Was sind das denn? Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ey, Leute. Willkommen zurück. Scheiße. Ja, wie gesagt, es wird ein kurzer Run. Stirb. Stirb einfach. Und ja, ich habe ihn gesehen. So.
So. Und ja, es gibt durchaus Dinge, die ich gerne hätte mit. Aus einem Tinted Rock. The Rock beispielsweise. Komm her, stirb. So. Lost ist halt. Lost, ne? Oh Mann. Was war das denn für ein Scheißboss? Also, ich sag mal so, das war jetzt nicht mal Lost zuzuschreiben, dass ich da so schnell verloren habe. Ich glaube, da hätte ich Isaac haben können, hätte ich Kane haben können und hätte verloren. Invested. Und da war auch nicht hier wegen dem Shot Speed down. Es war einfach, der Boss ist ja richtig Cancer. War ich in dem anderen Raum? Nee, war ich nicht. Ah! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Hallo? 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 Okay. Ja. Mein Chrome hat jetzt irgendwie gerade 30 Fenster auf einmal aufgemacht. Keine Ahnung, was der jetzt wieder hatte. Stimmt, ich hab ja gerade so. Hallo! Was soll der Scheiß denn? Ah, okay. Keine Ahnung. Guten Tag. Erstmal über einen Stein hovern. Was ich gern hätte, wäre Cards Against Humanity. Das wäre echt super. So, du bist ein Sacrifice Room da unten. Ja, ne? Hm. Oh, Sticky Feet. Da ich mich mit Lost sehr viel bewege, könnte das gar nicht so verkehrt sein. Hat er einen Brimstone-Laser? Ich glaub's geht los. Ich glaub, du kannst mich mal kurz an eine Poppes lecken. So, komm her, komm her, komm her. Du kannst nämlich überhaupt nichts. Ja. Nehme ich. Oh, Lost. Bums. Ui. Was fehlt mir mit Lost eigentlich? Ausnahmsweise weiß ich es jetzt selber. Mir fehlt einiges. So. Die Frage ist, gehe ich auf den Devil Deal oder gehe ich auf den Angel Deal? Ancient Recall. Schlüssel habe ich so viele, ne? Joker! So. Ich nehme den Joker erstmal mit. Ah ne, warte mal, ich nehme erst
Two of Spades mit. Dann gehen wir erstmal hier hin. So. Weil, wenn man keinen Schlüssel. Oh, der ist der Ball. Der Bulky, ne? So, komm her. Du wirst erstmal langsam. Ah, nee, du bist der, der in einer großen Tränenexplosion stirbt. So, weil, wenn man keine Schlüssel hat und man das Ding benutzt, kriegt man zwei. Früher war es einer. Ist das Ding jetzt gut oder nicht? Ich kenn's nicht. Wir nehmen's mal. Hat der die Chili im Auge? Es ist doch garantiert wieder lackabhängig. Warte mal. Was passiert eigentlich, wenn ich dich in Judgment? Okay. Bleib's einfach ein ganz normaler. So, zack. Joker. Das wäre halt praktisch jetzt ein. Ja, das ist safe luck abhängig. Okay, also gibt's auch kein Friendly Fire damit. Das war jetzt auch wichtig. Viel zu lucky. Irgendein Trinket ist besser als gar kein Trinket. Brauche ich nicht. Ja, komm hier. So. I found pills and AIDS. Luck up, genau das, was ich wollte. Ups. So. Oh. Oh. Ja, ja, halt's Maul. Hab schon. Also ich hätte gerne so einen Lack von so 5 oder so. Ich glaube, dann hätte ich hier nur noch Flammenwerfer. Oh, und hier Zäumig. Ich hab mit Zäumig könnte das Ding richtig ham gehen. So, nein, ich werde. Da ich Holy Mantle habe, umsonst, ne? Zwei Bomben. Ja, da war ein Tinted Rock. Aber nee, komm. Ja, du bist wenigstens der Vernünftige. Ja, komm her. Ja, komm her. Warum bewegt er sich eigentlich nicht? Ups. Müsste der sich nicht mal bewegen? Du brauchst dich auch nicht bewegen, wenn der nicht danach ist. Stirb. Danke. Ich werde nicht an Pup sterben. Ich werde nicht an Pup sterben. Ja, ja. Und was soll der Kack jetzt? Macht nichts, ne? Ach scheiße, ich hab doch den Würfel. Ja. Joker hätte ich eigentlich nicht mitnehmen müssen. Ace of Hearts?
alles Sachen, die ich nicht kenne. Watch your back, aha. Boah, leck mich am Arsch, das ist ja ein gemeiner Raum. Wenn du panikst, dann bist du direkt kaputt, ey. Oh, das ist easy. Der Raum ist schön. Von solchen Räumen kann... Oh, Lucky Penny! Perfekt. Wichtig. Was bist du denn? Ach. Pff. Alles ist Schrott. Das Ding ist wirklich Schrott. Ich glaube, sobald man getroffen wird, hat man mit etwas Glück die Chance, dass man so ein Gasding dann. So eine Gaswolke rauspupst. Vollkommen useless. Ach du Scheiße. Nein, Homing-Tiers sind echt mies. Lass den Scheiß sein jetzt. Fuck. Der nächste. Glück gehabt. Und ein Glück habe ich eine Range, die mir erlaubt, den außerhalb seiner Range zu killen. Fick dich. Fick dich einfach. Und noch ein Lockup. Das ist der Penny, oder? Das ist das Trinket. Safe ist das Trinket. Weil random so viele Pennies finden. Luck-Pennies finden. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes lucky. Da der ist richtig mies. Wo ist er? Da ist er. Perfekt. Oh ja. Oh. Warum schieße ich jetzt gerade kein Feuer? Hematemesis. Ach, Hematemesis, ja. Ach, das sind die Koks-Dinger! Scheinbar das Ding mit... Hier, ich fall dir in den Rücken. So. Jetzt gucken wir mal. Ich bin ehrlich. Ich habe mich gerade vertan. Merkt man fast gar nicht. Ah, schade. Ist hier irgendwo eine Kiste? Achso, nee. Okay. Na gut. Stirb, stirb, stirb. Danke. Oh, perfekt. Ah. Dann brauche ich mich nämlich nicht irgendwie in seine Schussnähe begeben. Boah, das hat mir so hart geholfen. Lock way up. Ja, komm, nehmen wir's. Ach, das... Ach. Ich bin so schlecht geworden in Isaac. Haben wir ja genommen, ne? Ja, ist nichts mehr drin. Oh. Ach du Scheiße! Zu spät gecheckt. Zu spät gecheckt, was das ist. So, hier, komm. Verreck dran. Und raus hier. Als erstes in den und dann können wir uns hier den ganzen Quatsch angucken. Oh mein Gott, ey.
Oh, hi. Aber wisst ihr, wie wir das jetzt machen? Hier, bleib hier. Danke. Gameplay at its best. Ganz ehrlich, mit Lost nutze ich jeden billigen Trick aus. Der mir einfällt. So. Oh! Die können mir trotzdem Schaden machen, die Dinger! Weiß ich fürs nächste Mal. Sacrificial Dagger? Ha! Mit meinen alten Items kenne ich mich aus. Ist das Ding gut? Keine Ahnung. Wir rerollen. Ich komme wieder. Jo. Ne. Du. Okay, das ist der, wo ich einfach stillhalten muss. Perfekt. So. Ich würde sagen, wenn ich eh auf einem Luckrun bin, finde ich, ist das keine schlechte Idee, das Ding mitzunehmen. Aber wisst ihr, was eine sehr gute Idee wäre? Kurz zu checken. Nee, da kann er nicht sein. Verdammt, also muss ich so da rein. Oh, das war eine sehr gute Idee. Das war eine sehr, sehr gute Idee. Oh, da, ja. Kann man machen. So. Jetzt haben wir noch 12. Ich gehe davon aus, wir kriegen noch ein paar Pennies. Ah, hallo. Es gibt angenehmere Bosse, aber es gibt auch weitaus schlimmere Bosse. Es gibt weitaus schlimmere Bosse. Tears up. Und ich werde ein bisschen kleiner. Eins davon kenne ich, das ist Schmutz, das ist das rechte und das linke kenne ich nicht. Aber es ist rot. Okay. D6. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe den ja schon mal abgelegt gehabt. Der Eternal D6. Hallo. Und weil der Devil Deal bleibt ja auf, solange ich Goatshead habe. Oh, danke. So, wir sind eh nicht auf Boss Rush Kurs. Dementsprechend gehe ich jetzt nochmal. Ich brauche aber Gegner. Ich brauche Gegner. Danke. Okay, der Raum klärt sich von selbst. Finde ich cool. Nein, eigentlich nicht. Also solche Räume hasse ich. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade eine Deathkarte gehabt, oder? So, die Watch ist so
Geil. Und ich wollte jetzt sagen Broken, aber dann werden wieder blöde Kommentare kommen. Nee, ist ja nicht die Broken Watch. Nee, komm, hier. Einmal reroll ich den Scheiß jetzt noch. Hoffentlich kein Spacebar-Item. Hä? Hat der Eternal D6 irgendwie ein Drawback, dass der Pech haben kann und einfach nichts rausgeben kann? Ich gehe schwer davon aus, dass das der Drawback ist. Weil sonst wäre der dem D6 einfach so massiv überlegen. Weil der D6 hat ja eine Aufladung von 6. Und 2 ist halt irre schnell. Deswegen gucke ich auch gerade die ganze Zeit, dass ich immer schnellstmöglich mit möglichst wenigen Räumen. Da ist meine Fliege. Mit möglichst wenig Räumen ist der Goldraum? Den Itemraum finde. Ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Goldraum? Ist der Goldraum einfach? Dich suche ich. Und habe natürlich keinen Schlüssel. Das wird mir schon wieder alles zu viel. So, zack, komm. Gehen wir halt. Oh nee, Greed. Stirb, Greed! Stirb! 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 Wehe, du tötest mich. Das ist gerade so ein guter Run. Und wenn ich ehrlich bin, Greed ist sogar... Okay, ich habe gerade echt... Pech, was die... nehmen, damit er raus ist. Dann Eternal D6. Poison Tears. Scorpion. Das sind immer Poison Tears, ne? Das heißt, ich brenne und vergifte die Gegner jetzt. Ich würde sagen, es gibt Schlimmeres in einem Luck Run. Als zwei safe Statuseffekte zu haben. Nee. Kann ich ja sowieso nicht aufmachen. Achso, ich wollte jetzt gerade die Feuer springen für Soul Huts. Bis mir eingefallen ist, hey, du spielst ja los. Raus hier, bevor ich jetzt da nämlich dran gehe und außersehen. Alpha und Pilz. Moment, warte mal. Gibt doch die Verwandlung inzwischen. Also bei den ganzen Verwandlungen schwierig durchzublicken. Was ist denn das denn? No sweat! Komm her. Oh, Sacrificial Dagger. MVP. Schon, dass ich lost bin. ich frage ihn um. So. Oh, ihr wollt ein bisschen hüpfen? Ja, dann hüpft mal. Macht ihr beide? Ja, machen sie beide. Ich weiß nicht, ob der Sacrificial Dagger jetzt gerade einen Hit abgeblockt hat. Zack. Du stirbst. Du bist langsam und stirbst. Oh, oh, oh. Da. Perfekt.
perfekt. Direkt beim ersten Mal. Ist mir egal. So, das ist kein Raum, der schön ist mit Lost. So, ich müsste jetzt gleich alle Feuer aus haben. So. Ich hätte gerne mal wieder einen erfolgreichen Isaac Run. Also. Zack. Das wäre super, wenn hier zwei Items rauskommen würden. Das Spiel scheißt mich aber auch gerade zu mit. Blankard geil, aber Blankard hat auch nur situational geil. Da hat Sacrificial Dagger mir gerade geholfen. Oh, erstmal langsam gemacht. Da hast keine Chance. Hast du keine Chance? Was ist das für eine Tür? Das ist Pulver, ne? Okay, wir nehmen das Orbital schon mal auf jeden Fall mit. Und dann gucken wir, dass wir noch einen Raum. Haben wir noch irgendwo einen Raum? Scheiße. Keine Gegner mehr. Vielleicht im Secret Room. Lass mal kurz gucken. Da ist er nicht. Könnte der da hinten sein? Hier kann er auch nicht sein. Das heißt. Ist er nicht, der ist hier. Wo ist der denn? Aber der Secret Room ist da nicht. Aber Moment, das ist der Secret Room. Bin ich blöd. Scheiße. Scheiße. Warte mal, ich hab doch die Batterie noch. Wo war die denn? Da. Da ist die Batterie. Die gibt, glaube ich, nur eine Ladung. Aber ist ja egal, ich brauche ja nur eine. Perfekt. Und jetzt lass mich bitte irgendwas Gutes da ziehen, ey. Kann nicht wahr sein. Also alle Devil Deals, die ich nach Goathead hatte, waren so eher so. Nee. Gut, war ja auch nur einer. War nur einer, oder? Gut. Bloody Rage. Okay, bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ach du Scheiße, was seid ihr denn? Ich wollte gerade sagen, da müsste ich schnell genug für sein. Verdammt. Außerhalb der Reichweite, bitte. Oh, verdammt. Jetzt habe ich auf links geachtet und nicht darauf, wo ich hätte darauf achten sollen. So, die bewegen sich. Dementsprechend. Mensch, wir setzen dich dahin. Zack. Zack. Zack, zack. Du bist auch down. Boah, das war
mal wieder so. Hatte ich am Anfang echt einfach. Hatte ich echt so viel Glück, die Luckpennies zu finden. Hätte ich nicht gedacht. Aber was macht denn dann mein Trinket? Das Options ist immer gut, finde ich. Was bist du denn? Feel lucky? Feels lucky. Da ist es mit Punkten nur hinten dran und nicht mit dem Fragezeichen. Naja, komm. 3, 4 Hände. Eine ist down. Bringt mir alles nichts. 1, 2. Zack, genau deswegen. Schön vorsichtig sein. Oh, schön, 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 schön. Immer gut. Blum. Ah, Fliegen, ey. In dem Run gibt's nur eine gute Fliege. Was bist du, mein kleiner Buddy? So, wir gehen erst rein. Ach man, wir sind ja bei Mom schon. Verdammt, ich komme ja nicht mehr auf die Ebene. Ja, Isaac. Isaac, deine Mutter, ey. Oh, 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 oh. Nein! Oh, ich bin an der Explosion von dem Typen gestorben. Das war so ein guter Run. Hätte so gut werden können. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.